Guten Morgen, nach dieser erholsamen Nacht hier in diesem Matratzenlager kann es jetzt weitergehen. Ja, es war sehr, sehr gemütlich, ich habe sehr gut geschlafen und auch ein bisschen länger als sonst. Ja, aber es ist jetzt Punkt 8 Uhr, es kann weitergehen. Und wohin? Ja, heute geht es an der Naab entlang. Wie lang, werde ich sehen, aber das wird es zeigen. Ja, und Zeltplätze sind da eher rar gesät und ganz weit weg ist vielleicht eine, sogar nördlich noch so ein bisschen von Weiden, aber ich glaube, da würde ich zu spät ankommen. Ich glaube, es wird heute eher ein Zimmer werden, ja, werde ich sehen, aber es wird ein toller, toller Tag, denn die Sonne scheint, es soll sommerlich werden, also denn wird es wohl auch schöne Bilder geben, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt stehe ich hier auf der Brücke über der Naab. Ja, das ist der Fluss, den ich die nächsten Tage, mindestens 2 Tage folgen werde. Immer bergan bis zur Quelle der Fichtelnaab. Ja, ich freue mich nach dieser doch sehr erholsamen Nacht. Alle Akkus sind wieder geladen, nicht nur strommäßig, auch mein Akku ist jetzt wieder richtig voll. Also das hat richtig gut getan. Ja. Was mich hier so erwartet, ja, an der Naab, ja, viele Videos und so gibt es gar nicht, ja, aber trotzdem, da werde ich jetzt was zu entdecken haben, ja, über viele, viele Kilometer jetzt an der Naab. Und das gröbe Ziel, habe ich schon gesagt, ist ungefähr Weiden, 100 Kilometer, das ist angesagt. Und das Wetterchen ist natürlich besser, kann es nicht sein, sommerlich teilweise wäre das heute schon. 26, 27 Grad, unglaublich. Wir haben September, Sonnenstand, ja, wie Ende März. Wir haben ja bald die Sonnenwende wieder, den Herbstanfang. Ja. Aber das merkt man ja nur an den Morgentemperaturen. Also ich freue mich. Auf, wie geht's? Und das Zeichen ist eigentlich hier ganz einfach vom dem ersten Stück, Naab-Teilradweg NA. Ist gleich da vorne ein Schild zu sehen. Und dann geht es weiter an der Waldnaab und dann am Ende ist es die Fichtelnaab, die ich folge. Ja, also dann auf geht's. Die ersten Kilometer habe ich jetzt hinter mir an der Naab. Ja, sehr schön. Nicht ganz flach, geht immer leicht hoch und runter. Aber der Fluss selber hat, glaube ich, noch nicht 1 Meter gewonnen. Bis jetzt war noch kein Wehr zu sehen. Und somit habe ich auch kaum was an der Höhe gewonnen. Außer ich hier auf dem Weg. Das sieht so aus, als ob es immer noch stilles Gewässer ist. Die Naab hier.
Das ist hier jetzt Peienhofen. Hier ist, glaube ich, auch das erste Wehr. So, das wird jetzt dann auch langsam mal zum Flüsschen. Oh, bis jetzt sehr schöne Strecke. Fast immer am Fluss oder zumindest Nähe, aber auch mal ein bisschen bergauf, bergab, bis jetzt aber nur leicht. So, Kalmünz, waren gerade 12 Kilometer noch angeschlagen. Sieht so aus, dass ich jetzt nach Kalmünz komme, nach dieser tollen Burg da oben zu urteilen. Ja, Kalmünz sieht auch sehr, sehr toll aus. Wow, echt klasse. Diese Ortschaften hier oder kleinen Städtchen. Ah, echt schön anzusehen. Und auch die Landschaft hier. Echt, wieder was ganz anderes. Und da gerade eben in Kalmünz, da bog dann auch der Fünf-Flusse-Radweg ab. Ich glaube, er folgt dann der Filz, die da in den Naab mündet. Für mich geht jetzt weiter. Ich glaube, da stand Burg Langenfeld. Das ist das nächstgrößere. Burg Langenfeld heißt es, nicht Langenfeld. Hier bin ich jetzt auf Höhe Burg Langenfeld und es ist Zeit für eine Pause fürs zweite Frühstück. Ich war gerade beim Bäcker, habe mir mal so ein bisschen Croissant und Brötchen und so mitgenommen. Das werde ich jetzt hier essen. Und jetzt ist es auch warm. Auf Schlag ist es so warm, dass man den auf einmal kurz anhaben haben kann. Das wird noch ein Tag. Wattenwetterchen. Unterweg, einfach klasse. Gerade ging zwar mehr an über Felder, ziemlich frei an der Straße, aber ja, wenn man hier wieder ist, ah, ist das so schön.
Naja, ich bin erstmal leicht hungrig, das werde ich erstmal stillen. Und dann geht es echt Richtung Naburg. Das sind so 38 Kilometer, das war mal irgendwie an so ein Schild dran. Ich mache jetzt hier Kilometer um Kilometer, aber es geht auch mal bergauf, gerade immer mal eine stärkere Steigung. Aber da soll ich zum Glück nicht hoch, da stehen 17% drauf. Ich soll gleich wieder hier rum. Ein Glück. Ja, ich habe die 50 Kilometer schon erreicht. Ja, und jetzt gerade eben mal ein steiler Berg nach oben, um ihn jetzt wieder hier runter zu fahren. Ja, das sind immer so unnötige Höhenmeter irgendwie, aber man muss dem Weg ja halt folgen. Ja, das gehört dazu. Jetzt bin ich Höhe Schwandorf. Oh, wieder ein paar Kilometer geschafft. Ich muss sagen, es läuft ziemlich gut. Es ist ja doch meist flach, bis auf so ein paar Steigungen. Zum Glück musste ich gerade eben da nicht hoch. Aber weiterhin schön. Viel Fließgeschwindigkeit ist nicht in der Lahn. Ja, bis zu 56 Kilometer, aber Höhenmeter von dem Fluss her sind noch nicht viele, aber ich habe schon 150 gemacht. Und der vielleicht gerade mal 20, 25. Also steigt mir ganz langsam. Also kommt das dicke Ende ganz zum Schluss. Wieder ein paar Kilometer weiter. 66 habe ich jetzt Schwarzenfeld erreicht und ich hatte Hunger.
Und was war da? Ein Dönerladen. Ja, Döner, nur Döner macht schöner. Ohne eiskalte Cola. Ja, bis nach Weiden sind es noch über 50, also es werden doch weitaus mehr als 100 Kilometer, wenn ich das Ziel erreiche. Naja, wird schon funktionieren, macht ja auch sehr viel Spaß bei dem Wetter und so hoch und runter geht es da bis jetzt noch gar nicht. Also erstmal schön stärken mit einem Döner. Ach man, lecker, lecker. Ja. Mit Kochen habe ich das anscheinend diesmal nicht so, also überhaupt nicht. Ich lasse immer kochen, aber macht so auch viel Spaß. Ja, frisch gestärkt, kann es weitergehen. Ich muss zugeben, ich habe schon lange keinen Döner mehr gegessen, aber ist doch immer mal wieder lecker. Ja, eigentlich ist es hier so ein ziemlich ruhiges Tal, normalerweise nichts los, aber man hört es vielleicht noch so ein bisschen, man sieht es da hinten. Die Autobahn kommt hier näher, die A93 führt hier durch, immer so ziemlich an der Naab entlang. Ja, sonst wäre es hier sehr idyllisch und sehr einsam. Toller Blick auf Naburg. Ist wohl ein toller Instagram-Spot, würde ich sagen. Habe ich natürlich auch genutzt. Ja, also ich muss sagen, wenn die Autobahn nicht wäre, echt ein toller Radweg bis hierhin auf dieser letzten Strecke. Ja, aber immer noch recht flach. Oh, Weiden, knappe 42 Kilometer oder nicht ganz. Muss mal gucken, was habe ich denn jetzt? Verdammt. Nicht mal 40 mehr bis Weiden. Also das sollte ich eigentlich doch locker schaffen. Das ist jetzt kurz nach 2. Ja, aber ja, erstmal sehen, das Wetter ist perfekt. Schon wieder fast zu warm. Rückenwind habe ich auch noch. Ist zwar nicht viel Wind, aber den habe ich als Rückenwind. Das ist echt klasse. Naja, mal sehen, welche Spots denn als nächstes kommen, die man so zeigen kann. Ja, da habe ich aber Glück gehabt, dass hier eine Umleitung ist, sonst hätte ich da hoch müssen. Ha, hier ist er erstmal umgelegt auf die andere Seite und das sah von hier aus, das sind keine Berge. Naja, da muss ich halt darüber jetzt. Ist ja nicht schlimm.
wieder zurück auf den Track. Es war 1-2 Kilometer Länge. Dafür flach. Habe ich wenigstens einen Berg ausgelassen. Denn es kam jetzt gleich wieder eine. Ja, wenigstens eingespart. Aber jetzt hat man natürlich wieder einen klasse Blick. Und wieder eine Autobahn vor ein. Aber das ist jetzt die A6, müsste das sein. Aber es sieht irgendwie sehr, sehr. Oh. Wow. Leute, ach ja, muss ich auch zeigen. Oh, schön. Das lohnt sich immer wieder. Oh, herrlich. Auch mit Autobahn hat das was. Woo! Oh, hier ist wieder so ein Bahnübergang mit Hebel. Ja, es kommt ein Zug, hat er gesagt. Also es dauert ein bisschen. Ja, ging doch ganz schnell jetzt. Aber jetzt will ich auch endlich mal diese Autobahn hier verlassen. Diesen Verkehrsknotenpunkt. Hier fährt man so ein bisschen drumherum. Gleise, Autobahn 2, die sich hier kreuzen. Oh, hier ist was los mitten in der Walachei. Mal sehen, aber schön ist das hier. Mal sehen, wie es weitergeht. Nur noch 20 Kilometer bis Weiden. Das schaffe ich heute alles locker. Weil ich hätte auch mehr gedacht, es sind mehr Steigungen drin. Boah, es läuft, es läuft. Oh, jetzt ist man hier eigentlich auf einer einsamen Landstraße. Neben der Autobahn natürlich wieder. Ich stehe hier in Perg, das ist kurz vor Weiden. Aber ich würde mal sagen, Weiden kann ich ruhig durchfahren. Und dann kann ich wohl den Campingplatz erreichen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell hier bin. Aber ich hätte auch echt gedacht, das wäre anstrengender. Naja, kann ja noch was kommen. Aber dahin werde ich es ja wohl jetzt noch schaffen. Da sind bis zum Campingplatz 16 Kilometer. 16 Uhr, also ich glaube, das schaffe ich locker. Gar nicht gemerkt, ich bin jetzt auf dem Waldnab-Talradweg, bin ich schon angekommen. Und da steht auch Main-Talradweg. Entweder hier heißt es noch ein anderes Flüsschen Main, aber der Main, der ist noch ein bisschen länger hin. Der Campingplatz ist in Neustadt, 11,4, oh, locker machbar. Thank you.
Stadtzentrum bin ich vorbeigefahren. War ein schöner Weg, immer hier an der Naab. Noch ein bisschen begradigt ist sie anscheinend hier. Ja, eigentlich ganz schön geführt. War na gut, ich bin nicht hier oder bleib hier im Weiden, denn zurzeit ist es die Hochburg von Corona. Ja, hat mit die meisten Infektionen pro 100.000. Ja, so man gut. Ich fahre hier durch. So gucke ich mir auch nicht die Altstadt hier oder so an. Aber das andere ist ja auch nicht mehr so weit. Nur noch 7,5 Kilometer. Neustadt erreicht. Ach, jetzt muss ich nur den Campingplatz finden. Aber laut Navi ist das auch leicht zu finden. 1,2 Kilometer. Dann ist es geschafft. Boah. Campingplatz erreicht hier in Neustadt. Wunderbar gelegen. Da unten ist die Naab mit Biergartenanschluss. Also ich brauche nicht kochen, ist doch richtig gut. Aber viel Hunger habe ich eh nicht. Naja, aber das Essen werde ich ja trotzdem. Aber ich werde jetzt wieder hier erstmal das Zelt aufbauen. So, nach 323 Kilometer wird es auch Zeit, aber es ist erst 16:45. Also ich bin sehr, sehr gut durchgekommen. Wow. Aber naja, erstmal wieder aufbauen. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich hier hin schaffe. Boah, Zelt ist aufgebaut, frisch geduscht, alles paletti. Boah, 15 Euro für diesen Campingplatz. Boah, fand ich alles völlig in Ordnung. Ja, und das Gute ist, hier ist auch ein Biergarten angeschlossen. Habe ich ausgenutzt, ja, die Küche bleibt bei mir kalt. Für mich kochen andere, ja, schmeckt doch ein bisschen besser, oder? Ach, es ist Urlaub, man gönnt sich doch sonst nichts. Ja, also habe ich es mal völlig ausgenommen. Meinen Kocher tue ich, glaube ich, umsonst mit schleppen. Aber, naja, vielleicht wird das nochmal was. Aber Besonderes kann man von mir nicht erwarten. Ja, also heute die Strecke. 123 Kilometer, nur 400 Höhenmeter oder 450 irgendwie so sind das. Ja, Komoot hat immer gesagt, 600 sind das, deswegen dachte ich immer, da kommt noch irgendwas, aber bis hierhin war es eigentlich recht okay. So ein paar Spitzen, ein paar Steigungen waren dabei, aber ich würde schon fast sagen, das war alles familienfreundlich sogar. Ja, und tolle Eindrücke wieder gesammelt, schöne Gegenden gesehen, auch wieder abwechslungsreich, erst ein bisschen enger, dann offener. Und hier kommt jetzt wieder so ein schöner Ort hier. Da gehe ich jetzt gleich nochmal hin und gucke mir den nochmal an. Ja, also war echt toll. Wow, ich bin begeistert bis jetzt von dieser Tour. Es hat bis jetzt alles geklappt. Es ist echt einfach toll nur. Ja, und morgen wird es vielleicht wieder toll. Morgen ist nämlich die Königsetappe. Ja, dann geht es nämlich hoch zur Quelle der Naab oder der Waldnaab. Die teilt sich bald wieder und dann folge ich der Fichtelnaab und dann der bis zur Quelle. Ja, und dann bin ich schon am Main. Die ist nämlich nur zwei Kilometer weiter, ist schon die Mainquelle. Dann bin ich morgen schon hoffentlich am Main und dann geht es nur noch bergab. Vielleicht. Ich habe morgen so ungefähr 100 Kilometer vor Kulmbach vielleicht zu erreichen. Mal sehen, was da raus wird. Ja, es war echt toll und morgen, ja, 1000 Höhenmeter, ein bisschen, naja,
Angst muss man nicht sagen, Respekt muss man haben, aber ich bin heute diese steilen Steigungen, die mal so ganz kurz da waren, bin ich echt super hochgekommen. Wie gesagt, man wird immer fitter, je länger das irgendwie dauert. Ich bin, werde nicht kaputt, ich werde immer fitter. Fitter, nicht fitter. Aber naja, naja, kostverächter bin ich auch nicht. Ich habe gut immer zugeschlagen bei der ganzen Reise, aber glaube ich, zugenommen werde ich hier nicht. Das fahre ich mir alles ab. Ja, okay, ich hoffe, es hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Oder wie man hier sagt, Servus. Und ich gehe jetzt nochmal da hoch.